Ein herzliches Grüß Gott heute am Karfreitag hier aus dem Beichtraum in der St. Magdalena Kirche. Heute beginnt die Novene vor dem Fest der göttlichen Barmherzigkeit, das wir am sogenannten Weißen Sonntag begehen. Auf die Empfehlung Jesu hin wollen wir nun diese Tage zusammen mit ihm, unserem barmherzigen Heiland, verbringen. Heute feiern wir die Krönung der Liebe Gottes. Gott hat sich kreuzigen lassen, um unserer Sünden wegen. Aber um uns zu sagen, dass er uns so sehr liebt, dass er all das auf sich genommen hat, was wir falsch gemacht haben. Er ist unser Retter, unser Erlöser. Und die Antwort darauf, warum er das tat, finden wir gerade da, in der größten Eigenschaft Gottes, in seiner Barmherzigkeit. Um uns daran zu erinnern, hat er durch seine Botschaften an die Schwester Faustina Kowalska, die in Krakau lebte, gesprochen. Er hat uns gesagt, beziehungsweise der ganzen Menschheit, dass gerade diese Eigenschaft Gottes in Vergessenheit geraten ist. Die Menschheit hat eher an den strengen, strafenden Gott geglaubt bzw. gedacht, als an den Barmherzigen. Und nun kommt Jesus und sagt, nein, meine größte Eigenschaft ist meine Barmherzigkeit. Und die feiern wir ganz besonders im Bußsakrament. Deswegen nennt die Kirche die heilige Beichte mit anderen Worten, nämlich das Sakrament der göttlichen Barmherzigkeit. Da begegnet unsere sündhafte Natur der größten Liebe Gottes. Und er kommt und sagt uns, hab keine Angst. Wir hören am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit im Evangelium, nämlich vom ersten Tag der Woche, also vom Ostersonntag, an dem Jesus seinen Jüngern begegnet ist und ihnen die göttliche Vollmacht gegeben hat, in seinem Namen die Sünden zu vergeben. Und das ist das österliche Geschenk Jesu, das neue Leben in ihm und dank ihm. Und das feiern wir nicht nur einmal im Jahr, nicht nur während der Novene zur göttlichen Barmherzigkeit, sondern jedes Mal, wenn wir an die Quelle der göttlichen Barmherzigkeit kommen, nämlich zum Bußsakrament. Das ist eine Ermutigung für uns alle, dass wir dieses Sakrament aufs Neue entdecken und dementsprechend auch feiern, als eine Begegnung mit der Liebe unseres himmlischen und immer barmherzigen Vaters. Jesus will uns diese Gnade durch den Dienst der Priester schenken. Das ist auch ein Mysterium. Ein Sünder, der eines Tages das Sakrament der Priesterweihe empfangen hat, darf jetzt auch einem Sünder die Gnade der göttlichen Barmherzigkeit schenken. Da merken wir, wie fantastisch die Logik Gottes ist. Er will dann uns auf diese einfache Art und Weise helfen. Und dann erfahren wir das, was wir am Bild der göttlichen Barmherzigkeit sehen, die Auferstehung. Der auferstandene, wieder lebende Gott ist da, er begegnet uns. Und seine rechte Hand erteilt uns die Lossprechung als ein wichtiger Hinweis, dass Gott uns immer nach oben zieht, dass wir nicht am Boden mit unseren Schwächen und Sünden bleiben müssen, sondern dass die Barmherzigkeit Gottes uns erhebt und uns neues Leben schenkt.
die zwei Strahlen Blut und Wasser, die uns reinigen im Sakrament der göttlichen Barmherzigkeit. Und Jesus, der auf uns zugeht, das ist die einzige Richtung Gottes. Er ist immer auf uns zu hingerichtet. Nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns seine Nähe zu schenken. Und diese übergroße Liebe Gottes, die größte Eigenschaft Gottes, nämlich seine Barmherzigkeit, wollen wir in diesen Tagen der Novene vor dem Fest der göttlichen Barmherzigkeit feiern und dann natürlich am Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Dieses Fest gilt nicht nur für die Verehrer von der Schwester Faustina noch vom barmherzigen Heiland. Dieses Fest ist ein Fest der ganzen Kirche, damit wir im Bußsakrament Gott, unseren barmherzigen Vater, aufs Neue entdecken und erfahren können. Ich wünsche Ihnen allen schon heute eine gnadenreiche Zeit der Novene vor dem Fest der göttlichen Barmherzigkeit. Und am Tag des Festes, wo wir die göttliche Barmherzigkeit mit der ganzen Kirche feiern wollen, wünsche ich Ihnen eine neue Erfahrung mit der immer verzeihenden Liebe Gottes, die Gott uns jedes Mal durch sein Sakrament schenken will. An solchen Orten ganz intensiv, an solchen Orten wie Altötting. Da lade ich Sie ganz herzlich ein, damit Sie dann jeden Tag im Grunde rund um die Uhr die Mysterien der verzeihenden Liebe Gottes feiern können. Denn das ist ein Fest, eine Feier, ein Osterfest, nicht nur einmal im Jahr, sondern bei jedem Empfang dieser göttlichen, barmherzigen Liebe. Dabei hilft uns Maria, die Mutter der Barmherzigkeit, weil sie für ihre Kinder nur das Beste will. Deswegen rufen wir sie an als unsere Begleiterin auf dem Weg zum Empfang des Bußsakramentes, damit wir da keine Angst empfinden, sondern Freude. Denn voller Freude ist auch Jesus, der uns im Sakrament der göttlichen Barmherzigkeit begegnen will, um uns diese Gnade zu schenken, um uns mal wieder zu sagen, dass wir von ihm wirklich geliebt sind. Musik.